Eine illustre Gruppe von Figuren hat sich hier heute bei uns in der Galerie Stielhaus versammelt. Und zwar sind dies alles Geschöpfe von einer Holzbildhauerei, Bildhauerin natürlich, aus Freiburg im Breisgau. Sundari Aalt, ursprünglich aus Hamburg stammend, dort gebürtig, hat in Flensburg die Holzbildhauerei gelernt und hat dann über Stationen in Braunschweig, Hildesheim, Berlin, immer in freischaffenden Tätigkeitsbereichen und auch zum Teil an Universitäten und Hochschulen arbeitend ihren Weg gemacht, immer wieder kreuz und quer durch die Republik. Kreuz und quer sind auch ein wenig die Figuren von den Thematiken, die wir hier haben. Es geht hier in erster Linie immer um die menschliche Darstellung und zwar in recht grober Schnitzart, Technik. Die Figuren scheinen aus dem ursprünglichen Stamm herauszuwachsen, aus dem Sockel und sind auch in den meisten Fällen direkt herausgearbeitet. Vielfach haben wir Überraschungsmomente. Hier zeigt offensichtlich eine Dame ihr wahres Gesicht und hat ihre Maske abgenommen. Einem anderen fliegen die schlechten Nachrichten nur so ins Gesicht, wenn man sieht, was hier einfach nochmal auf diesem Papier hier steht. Bad News, natürlich kein Papier, sondern ebenfalls Holz. Und dieser gute junge Mann ist offensichtlich dauerhaft connected. Also, Erinnern dich die Figuren nicht auch an irgendetwas? richtig, die Figuren erinnern tatsächlich an ein Erlebnis, was wir vor vielen Jahren mal in Carrara, dem italienischen Hauptort für den Marmorabbau mit seiner Accademia de Belle Arti erleben durften. Nämlich auf einem Platz dort stand eine Figur in Marmor, groß, relativ grob und für uns in der Art fast unfertig. Aber genau dieses war dieses Erlebnis, so wie bei den Figuren von Sundari Aalt, ohne sie zu komplett auszuarbeiten, haben sie eine Ausdruckskraft und das ging uns bei dieser Figur da in Carrara auch so. Und auch Sundari macht größere Arbeiten, sowohl für den öffentlichen Raum als aber auch in dieser Form hier. Schon seit vielen Jahren tauchen immer wieder ja, Mischwesen, Fabelwesen auf. Hier ist es ein weiblicher Minotaurus. Man sieht es eindeutig an dem roten Ariadnefaden. Kleine Reminiszenz an die moderne Welt. Das sind eben die modernen Stadtchimären, ein paar Signes der popkulturellen Zitate, die wir heute überall auch erleben dürfen in der Realität. Wenn du mal hier mit um die Ecke schaust, da haben wir nämlich noch eine kleine Figur versteckt, die dynamisch von ihrer Tätigkeit ist, aber sehr gehalten und streng dort steht. Sie ist eventuell versunken in der Musik, sucht gerade den Podcast, um dann prima loslaufen zu können. Und hier haben wir jetzt noch einmal eine Stadtchimäre, einen affengewordenen Mensch. Oder ist es der menschgewordene Affe? Wir wissen es nicht genau, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber was wir wissen, ist, dass wir immer wieder neue Figuren von Sundari Aalt bekommen werden. Und wir freuen uns riesig drauf, dass Sie die hier bei uns entdecken wollen oder auch auf www.stielhaus-magazin.de. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ganz wichtig, wir dürfen jetzt auch wieder in Hamburg aktiv sein. Auf unserer Fläche, dort in den Zeiserhallen, ist ab diesem kommenden Wochenende auch wieder Besuch möglich und da entdecken Sie natürlich auch solche Figuren, aber auch natürlich viele andere Sachen. Bis bald.